Kochen und Backen 22.09.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video. Aprikosen-Honig-Semifredo mit Pinienkernen cremig für 4 bis 6 Portionen 60 Gramm Pinienkerne 500 Gramm Aprikosen, Klammer auf Alternativ, 2 Dosen Aprikosen 240 Gramm Abtropfgewicht Klammer zu, 1 Bio-Zitrone 1 Drittel Tonkarbone Klammer auf Alternativ, 1 Prise gemahlene Bourbon-Vanille Klammer zu, 70 Gramm Waldhonig 400 Gramm Sahne 1 Päckchen Sahne steif außerdem, rechteckige Form, zum Beispiel 20 cm lange Kastenform Frischhaltefolie Waldhonig zum Beträufeln auf Wunsch, 2 Esslöffel Aprikosenkernöl erstens Pinienkerne in Pfanne ohne Fett unter häufigem Rühren goldbraun rösten und zur Seite stellen. Aprikosen waschen halbieren entsteinen und in 2 cm große Würfel schneiden, mit Hälfte der Pinienkerne in Mixbehälter geben. Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben und eine türkische Lira-Schale fein abreiben. Zitrone auspressen, Schalenabrieb und Zitronensaft zufügen. Tonkarbone fein reiben und zugeben. Honig zugeben und alles fein pürieren. Auf Wunsch Aprikosenkernöl unterrühren und gegebenenfalls nachsüßen. Zweitens Sahne mit Sahne steif schlagen. Aprikosenpüree vorsichtig unterheben. Form mit Frischhaltefolie auslegen, Sahnefruchtmasse hineingeben und locker mit Frischhaltefolie abdecken. Circa 4 bis 5 Stunden in den Tiefkühler stellen. Drittens zum Servieren aus der Kühlung nehmen. Eis auf eine Platte stürzen und Frischhaltefolie entfernen. Circa 20 bis 30 Minuten antauen lassen und in circa 2 cm dicke Scheiben schneiden. Mit übrigen Pinienkernen bestreut und mit Honig beträufelt servieren. Zubereitungszeit ca. 30 Minuten 4 bis 5 Stunden Kühlzeit 30 Minuten Wartezeit, pro Portion, Klammer auf 6 Klammer zu, ca. 328 Kilokalorien 1370 Kilojoule 5 Gramm EW 18 Gramm KA 26 Gramm F1BE glutenfrei ohne Milch und Ei. Das Semifredo gelingt auch prima mit aufschlagbarer Sojasahne, Klammer auf ob eine Sojasahne aufschlagbar ist, steht auf der Verpackung Klammer zu. Zusätzlich für mehr Stand 2 bis 3 Päckchen Sahne steif unterschlagen, Honig durch Ahornsirup oder dunklen Agavendicksaft ersetzen. Frotzenjoghurt mit Waldbeeren köstlich für 4 Portionen 300 Gramm griechischer Joghurt, 125 Gramm Kräne Double, Klammer auf Alternativ, Dinefreiche Klammer zu, 50 Gramm Puderzucker, 2 Esslöffel Zitronensaft, 125 Gramm Himbeeren, 125 Gramm Blaubeeren oder Heidelbeeren außerdem, verschließbare Dose mit 1 Liter Fassungsvermögen auf Wunsch. Puderzucker erstens Joghurt mit Kräne Double Puderzucker und Zitronensaft, mischen und gut verrühren. In Dose füllen und 6 Stunden gefrieren, dabei alle 30 Minuten mit Löffel umrühren. Zweitens inzwischen Himbeeren verlesen und fein pürieren. Auf Wunsch mit Puderzucker süßen und durch ein Sieb streichen. Blaubeeren waschen. Joghurt 5 bis 10 Minuten antauen lassen, portionieren und mit Beeren und Himbeersoße servieren. Zubereitungszeit, ca. 15 Minuten 6 Stunden Kühlzeit pro Portion, ca. 248 Kilokalorien 1040 Kilojoule 4 Gramm EW 20 Gramm KA 16 Gramm F2BE, glutenfrei Küchentipp, wenn Sie den Joghurt länger als 6 Stunden einfrieren, muss er ca. 20 Minuten antauen. Auch lecker, Frotzenjoghurt eignet sich als Dessert- oder Eisvariante für jede Jahreszeit, da die Kombinationsmöglichkeiten schier unendlich sind. So können Sie ihn im Sommer mit frischen Früchten und Fruchtsoßen aus Erdbeeren, Brombeeren, Pfirsichen, Aprikosen und Johannisbeeren toppen. Im Herbst eignen sich Bratäpfel, Birnenkompott und geröstete Nüsse. Im Winter freut er sich über weihnachtliche Toppings wie Lebkuchenbrösel, Zimt und Schokoladensoße und im Frühjahr passt das erste Rhabarberkompott hervorragend. So schmeckt es Kindern, besonders beliebt sind hier Gummibärchen, Keksbrösel und Erdbeersoße. Vanille und Schokolade, die beiden Klassiker, sind seit Jahren die beliebtesten Eissorten der Deutschen. Ob als Eis am Stiel, in der Waffel von der Eisdiele oder aus dem Gefrierfach zu Hause, der kühle Schmelz ist einfach unwiderstehlich.
Die erfunden haben das Eis übrigens nicht die Italiener. Das erste Speiseeis gab es vermutlich vor über 3000 Jahren in China. Dazu mischten die Chinesen Schnee von Berggipfeln mit Honig, Gewürzen oder zerstoßenen Früchten. Bis heute ungebrochen ist die Begeisterung für die vielen verschiedenen Sorten, darunter auch so ungewöhnliche wie Parmesan oder Matcha-Eis. Die Basis ist oft Milch, manchmal auch Joghurt oder Sahne. Hinzu kommen Zucker und Früchte oder Kakao, Schokolade und Nüsse seltener, auch Butter oder Eigelb. Herkömmliches Eis kann zudem künstliche Zusätze enthalten, die den Geschmack und die Farbe verstärken. Bio-Eis ist hingegen ein Naturprodukt. Aroma und Aussehen kommen allein von den Zutaten aus ökologischem Anbau. Tipp für den Eisgenuss zu Hause: die Vorratspackung etwa eine Viertelstunde vor dem Servieren aus dem Gefrierschrank nehmen. Dann entfaltet die Eiscreme ihren vollen Geschmack und lässt sich leicht zu Kugeln formen. Bunte Paprikatarte mit würzigem Brie-tolle Kombination für 1 Tarte oder Springform 0,26 cm oder 8 Stücke Teig, 250 Gramm Dinkelvollkornmehl, Klammer auf alternativ, Weizenvollkornmehl, Klammer zu, 120 Gramm weiche Buttersalzbelag, je 250 Gramm gelbe und rote Paprika, 2 Esslöffel Olivenöl, schwarzer Pfeffer, 60 Gramm schwarze Kalamata-Oliven ohne Stein, 150 Gramm Brie, eine Knoblauchzehe, 1 Ei, 200 Gramm Creme fraiche, 1 Esslöffel getrocknete italienische Kräuter, außerdem Tarte oder Springform 0,26 cm Butter für die Form auf Wunsch, 2 Stiele glatte Petersilie für die Garnitur, erstens für den Teigmehl, Butter in kleinen Stücken und 1,5 Teelöffel Salz in Schüssel mischen. Circa 75 ml kaltes Wasser nach und nach zugeben und alles mit Händen zu homogenem Teig verkneten. Backform fetten und Teig hineindrücken, dabei einen circa 2 cm hohen Rand formen. Mindestens 30 Minuten kühlstellen. Zweitens inzwischen für den Belag Paprika waschen, putzen, vierteln, entkernen und viertel in 1 cm breite Streifen schneiden. Mit Öl, Salz und Pfeffer mischen und zur Seite stellen. Backofen auf 200, Klammer auf Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. Teigboden ca. 20 Minuten vorbacken. Danach Ofentemperatur auf 175, Klammer auf Umluft 155, Klammer zu, reduzieren. Drittens inzwischen Oliven querhalbieren. Käse in 0,5 cm breite Stücke schneiden. Knoblauch schälen und fein würfeln. Ei verquirlen und mit Creme fraiche Knoblauchkräutern, Salz und Pfeffer mischen. Eimasse auf Teigboden gießen. Paprikastreifen auf Tarte verteilen und mit Käse und Oliven belegen. Circa 45 Minuten backen. Auf Wunsch mit fein gehackter Petersilie garniert servieren. Methonenminzgranita erfrischend für 6 Portionen, Klammer auf 6 Gläser, 200 m/11-70 g Rohrzucker, 1 kleine Honigmelone, ca. 1 Kilogramm, 1 Buntminze, 2 Biolimetten, außerdem 4 Margarita-Gläser oder Dessertgläser, 200 ml, auf Wunsch. Minzeblättchen für die Garnitur, erstens 200 ml Wasser mit Zucker in Topf köcheln lassen, bis Zucker sich aufgelöst hat. Etwas abkühlen lassen. Melone halbieren, entkernen und schälen. Fruchtfleisch in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Minze kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und grob hacken. Limetten heiß abwaschen, trocken reiben und Schale fein abreiben. Limetten halbieren und Saft auspressen. Melonenstücke mit Minze und Limettensaft fein pürieren. Limettenschalen abrieb unterrühren. Zweitens Melonenminzpüree und Zuckerwasser mischen. In einer Schüssel ca. 4 bis 5 Stunden im Tiefkühlfach gefrieren lassen, dabei alle 45 Minuten mit Esslöffel umrühren, bis Granita die Konsistenz von zerstoßenen Eiswürfeln hat. Granita auf Margarita-Gläser verteilen und auf Wunsch mit Minze garniert servieren. Zubereitungszeit,
ca. 30 Minuten 4 bis 5 Stunden Kühlzeit pro Portion, ca. 114 Kilokalorien 478 Kilojoule 1 Gramm EW 26 Gramm KH 0 Gramm F2BE, vegan, laktosefrei, glutenfrei auch lecker, wenn Sie noch 2 bis 3 Esslöffel weißen Rum zur Melonenminzemischung geben, erinnert die Granita geschmacklich etwas an einen Mojito-Cocktail. Bananen-Eis mit Kokosblütenzucker, gesundes Dessert für 4 Portionen. 400 Gramm sehr reife, geschälte Bananen, 400 Gramm Sojajoghurt, 4 türkische Lire Kokosblütenzucker, Klammer auf Bioladen, alternativ, herkömmlicher Zucker, Klammer zu, 30 Gramm Haselnüsse, außerdem, verschließbare Dose mit 1 Liter Fassungsvermögen auf Wunsch, Kokosblütenzucker zum Bestreuen, erstens Bananen in 2 cm große Stücke schneiden und in verschließbarer Dose, mindestens 10 Stunden gefrieren. Zweitens für das Eis, gefrorene Bananenstücke mit Sojajoghurt und Kokosblütenzucker in Mixbehälter geben und 5 Minuten antauen lassen. Inzwischen Haselnüsse grob hacken, in Pfanne ohne Fett anrösten, bis sie fein duften. Bananenjoghurtmischung cremig pürieren. Mit Haselnüssen und auf Wunsch mit Kokosblütenzucker bestreut sofort servieren. Zubereitungszeit, ca. 10 Minuten 10 Stunden Kühlzeit pro Portion, ca. 164 Kilokalorien 685 Kilojoule 5 Gramm EW 26 Gramm KH 4 Gramm F2BE, vegan, laktosefrei, glutenfrei auch lecker, Sie können das Eis auch wunderbar mit anderen gefrorenen Früchten zubereiten. Als Basis sollte jedoch immer auch Banane dabei sein, denn sie macht das Eis geschmeidig. Als Orientierung gilt, 100 Gramm Frucht auf 100 Gramm Joghurt auf eine türkische Lira Zucker. Küchentipp, die Bananen können über ein halbes Jahr lang im Tiefkühler bleiben und jederzeit zu Eis verarbeitet werden. So hat man auch eine gute Verwendung für zu braune Bananen. Schoko-Kokos-Eis wunderbar cremig für ca. 20 Kugeln 400 Gramm, gezuckerte Kondensmilch 150 Gramm Zartbitter-Schoko-Aufstrich 400 Gramm Kokosmilch, außerdem, verschließbare Dose mit 1 Liter Fassungsvermögen auf Wunsch, 2 Esslöffel Kokosraspeln-Eiswaffeln, erstens Kondensmilch und Schoko-Aufstrich mit den Quirlen des Handrührers, mindestens 2 Minuten verrühren. Kokosmilch zugeben und ebenfalls 2 Minuten unterrühren, in Dose füllen und mindestens 10 Stunden gefrieren, vor dem Servieren ca. 10 Minuten antauen lassen. Zweitens auf Wunsch Kokosraspeln in Pfanne ohne Fett anrösten, Kugeln formen und in Eiswaffeln mit Kokos bestreut servieren. Zubereitungszeit ca. 10 Minuten 10 Stunden Kühlzeit pro Kugel, ca. 147 Kilokalorien 616 Kilojoule 1 Gramm EW 5 Gramm KH 14 Gramm F0BE, glutenfrei. Küchentipp, durch die Kondensmilch wird das Eis so geschmeidig wie in einer Eismaschine, Sie können es ohne Probleme einige Wochen einfrieren. Küchentipp, gezuckerte Kondensmilch können Sie auch selbst herstellen. Dazu 500 ml Milch mit 300 Gramm Zucker aufkochen und 10 Minuten einkochen. Weitere 500 ml Milch mit 1 Esslöffel Backpulver und 1 Esslöffel Stärke verrühren und zur Zuckermilch geben. Unter ständigem Rühren einkochen, bis die Milch eindickt und leicht gelblich wird. Suppe Grat 150 Gramm Zwiebeln 2 Knoblauchzehen plus 250 Gramm Fenchel 400 Gramm Tomaten 200 Gramm Staudensellerie 2-350 Gramm Möhren 4300 Gramm Zucchini minus 3 Esslöffel Olivenöl 250 ml trockener Weißwein Tee 1,25 I Gemüsebrühe minus 20,1 Gramm gemahlener Safran 2 Lorbeerblätter minus 1 türkische Lire getrockneter Thymian, Salz und schwarzer Pfeffer 1 und glatte Petersilie Raueli, eine Knoblauchzehe 1 kleine rote Chilischote 1 Scheibe Toastbrot 5 Esslöffel Olivenöl 8 Scheiben, Baguette G für die Suppe Zwiebeln und Knoblauch schälen und feinwürfeln. Fenchel waschen, putzen, vierteln, Strunk herausschneiden und viertel quer in ca. 0,5 cm breite Scheiben schneiden.
Tomaten waschen, Stielansätze entfernen und ca. 1 cm groß würfeln. Sellerie waschen, putzen und in 1 cm breite Stücke schneiden. Möhren schälen, der Länge nach halbieren oder vierteln und in 0,5 cm breite Scheiben schneiden. Zucchini waschen, putzen, ebenfalls der Länge nach halbieren oder vierteln und in 1 cm breite Scheiben schneiden. 2 Öl in großem Topf erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch und Fenchel, darin ca. 2 Minuten anschwitzen. Tomaten zugeben und kurz mit anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen, aufkochen und ca. 2 Minuten köcheln lassen. Übriges Gemüse, Gemüsebrühe, 3 Viertel vom Safran, Lorbeerblätter und Thymian, zugeben und aufkochen. Im geschlossenen Topf weitere 2 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Anschließend auf ausgeschalteter Herdplatte ca. 15 Minuten ziehen lassen und mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken. Drittens, inzwischen für die rohe Knoblauch schälen. Chili waschen, putzen, längs halbieren, entkernen und grob würfeln. Toastbrot grob würfeln mit Knoblauch, Chili, restlichem Safran und Olivenöl in Mixbecher geben und zu homogener Creme pürieren. Baguette-Scheiben im Toaster rösten und dünn mit Rauhle bestreichen. 4. Petersilie kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen, fein hacken und zur Suppe geben. Suppe in Teller füllen und mit Baguette servieren. Zubereitungszeit, ca. 1 Stunde pro Portion, ca. 415 Kilokalorien, 1740 Kilojoule, 10 Gramm EW, 36 Gramm KH, 20 Gramm F3BE, vegan, laktosefrei. Penne mit Mangold- und Käsesahnesoße, cremig lecker für 4 Portionen, 100 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 500 Gramm Mangold, 200 Gramm Tomaten, 2 Esslöffel Olivenöl, 150 ml trockener Weißwein plus 100 ml Gemüsebrühe, 150 Gramm Bergkäse am Stück, 400 Gramm kurze Nudeln, zum Beispiel Penne und Salz, 200 Gramm Sahne, eine türkische Lira Speisestärke, schwarzer Pfeffer, 1 msp, Muskat auf Wunsch, eine Prise Cayennepfeffer, erstens Zwiebeln schälen und fein würfeln, Knoblauch schälen, Mangold waschen, gut abtropfen lassen und putzen, Mangoldstiele quer in 1 cm breite Streifen schneiden, Mangoldblätter quer in 2 cm breite Streifen schneiden, sehr große Blätter vorher längs halbieren. Tomaten waschen, Stielansätze entfernen und 1 cm groß würfeln. Zweitens, Öl in großem Topf erhitzen und Zwiebeln darin ca. 2 Minuten anschwitzen. Mangoldstiele zugeben, Knoblauch dazu pressen und 2 Minuten kräftig anbraten. Mit Weißwein und Gemüsebrühe ablöschen, aufkochen und 5 Minuten im geschlossenen Topf köcheln lassen. Mangoldblätter zugeben und weitere 5 Minuten im geschlossenen Topf köcheln lassen. Drittens, inzwischen Käse fein reiben, Nudeln nach Packungsanleitung in ausreichend Salzwasser al dente garen, Tomaten zum Mangold geben und 4 Minuten köcheln lassen, Sahne in kleinem Topf aufkochen, Bergkäse einrühren und auf kleiner Stufe unterrühren köcheln lassen, bis der Käse geschmolzen ist. Speisestärke mit 2 Esslöffel kaltem Wasser verrühren, zur Käsesahne geben und unterrühren einmal aufkochen lassen. Käsesahne zum Mangold geben und gut untermischen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und auf Wunsch mit Cayennepfeffer abschmecken. Nudeln abgießen, auf Teller portionieren, Soße darüber geben und sofort servieren. Zubereitungszeit, ca. 35 Minuten pro Portion, ca. 627 Kilokalorien, 2630 Kilojoule, 25 Gramm EW, 42 Gramm KH, 37 Gramm F3BE. Auch lecker, wenn Sie keinen Mangold zur Hand haben, schmeckt dieses Gericht auch prima mit Blattspinat. Auberginen-Tomaten-Gratin mit Kokosmilch, aromatisch für 4 Portionen. 100 Gramm Zwiebeln, 600 Gramm Auberginen, 2 Knoblauchzehen, 2 walnussgroße Stücke Ingwer, 2 grüne Chilischoten, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Bio-Zitrone, je 1,5 Teelöffel Muskat, Piment, Espelette, Klammer auf Alternativ, Chilipulver, Klammer zu, und Kurkuma, eine türkische Lira, getrockneter Thymian, 2 Esslöffel Tomatenmark, eine Dose, stückige Tomaten, 400 Gramm, 1,5 und Korianderguss.
2 Eier 200 ml Kokosmilch, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, Salz, schwarzer Pfeffer auf Wunsch, ein Weißbrot, Koriander für die Garnitur, erstens Zwiebeln schälen und fein würfeln, Auberginen waschen, putzen und 1 cm groß würfeln, Knoblauch und Ingwer schälen und fein würfeln, Chilis waschen, putzen, längs aufschneiden, entkernen und fein würfeln. Öl in große Pfanne erhitzen und Zwiebeln darin 3 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen. Auberginen, Knoblauch, Ingwer und Chili zugeben und 5 Minuten bei hoher Hitze anbraten. Zweitens Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben, Hälfte der Schale abreiben und eine Hälfte auspressen. Saftschalen Abrieb Muskat, Piment, Crespelette, Kurkuma und Thymian zu Auberginen geben und 1 Minute mit anbraten. Tomatenmark und stückige Tomaten zugeben, gut verrühren und 10 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Koriander kalt abbrausen, drucken, schütteln, Blättchen abzupfen, fein hacken und Hälfte unter Auberginen Tomaten Gemüse mischen. Drittens Backofen auf 200, Klammer auf Umluft 180, Klammer zu, vorheizen. Für den Guss Eier verquirlen und mit Kokosmilch, Salz und Pfeffer mischen. Restlichen Koriander untermischen. Auberginen Tomatengemüse kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken und in flache Auflaufform füllen. Mit Guss bedecken und 20 Minuten überbacken. Auf Wunsch Weißbrot dazu reichen und mit Koriander bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten 20 Minuten Backzeit pro Portion, ca. 266 Kilokalorien 1120 Kilojoule 8 Gramm EW 12 Gramm KH 21 Gramm F1BE, glutenfrei, laktosefrei Küchentipp, im Bioladen gibt es auch kleine 200 ml Dosen Kokosmilch. Sollten Sie eine große Dose nutzen, verrühren Sie die Kokosmilch mit den Quirlen des Handrührers gut, so dass sich der feste und der flüssige Teil vermischen. Den Rest können Sie ohne Problem einfrieren. Maiskolben mit Knoblauch, Zitronenbutter und Pellkartoffeln gelingt leicht für 4 Portionen 1 Kilogramm festkochende Kartoffeln, Salz, eine Prise, Zucker, 4 frische oder vakuumierte Maiskolben, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 1 Kästchen Kresse, 1 Bio-Zitrone, 125 Gramm weiche Butter oder Margarine, eine Knoblauchzehe, Kräutersalz, schwarzer Pfeffer außerdem. 8 Zahnstocher. Erstens Kartoffeln waschen, sehr große Exemplare halbieren und in ausreichend Salzwasser 15 bis 20 Minuten im geschlossenen Topf garen. Anschließend abgießen, ausdampfen lassen und noch heiß pellen. Wasser in zweitem Topf mit Salz und Zucker aufkochen. Maiskolben putzen, Blätter und Bartfäden entfernen und in geschlossenem Topf ca. 20 Minuten köcheln lassen. Zweitens inzwischen Kresse knapp über dem Boden abschneiden. Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben und Schale fein abreiben. Kresse und Zitronenschalenabrieb mit Butter sorgfältig vermischen. Knoblauch schälen, dazu pressen und gut unterrühren. Kräftig mit Kräutersalz und Pfeffer abschmecken. Drittens Maiskolben abgießen und auf mit Küchenpapier ausgelegtem Teller abtropfen lassen. In die Enden Zahnstocher, rundherum mit Knoblauch-Zitronenbutter bestreichen und mit Pellkartoffeln und übriger Butter servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten pro Portion, ca. 690 Kilokalorien, 2890 Kilojoule, 12 Gramm EW, 93 Gramm KH, 29 Gramm F8BE, vegan, laktosefrei, glutenfrei Küchentipp, vakuumierte Maiskolben einfach 4 Minuten in siedendem Wasser erwärmen oder in eine Pfanne mit 1 Esslöffel Bratöl anbraten. Auch lecker, servieren Sie die Butter beim Grillen zu Folienkartoffeln. Kichererbsen-Curry-Sandwich mit marinierten Möhren und Brie, servieren Sie dazu grünen Salat, für 4 Portionen ein Glas Kichererbsen-Ä 215 Gramm Abtropfgewicht 1 Knoblauchzehe 1 türkische Lira Currypulver 4 Esslöffel, Olivenöl 4 Esslöffel, Zitronensaft Salz O1 msp. Gemahlene Kreuzkümmel 300 Gramm Möhren 2 Esslöffel geröstetes Sesamöl 2 Esslöffel Sesam 2 türkische Lire Agavendicksaft 150 Gramm Brie 80 Gramm Babyspinat oder Blattspinat 1/2 Bund Koriander 8 Scheiben Vollkornsandwich auf Wunsch
4 Korianderstiele für die Garnitur. Erstens Kichererbsen in Sieb abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Knoblauch schälen. Kichererbsen, Knoblauch, Currypulver, Öl und 3 Esslöffel Zitronensaft fein pürieren. Mit 2 Esslöffel Wasser glatt rühren, bis eine streichfähige Masse entsteht. Mit Salz und Kreuzkümmel abschmecken. Zweitens Möhren schälen und grob raspeln. Mit Sesamöl, sesamrestlichem Zitronensaft und Agavendicksaft vermischen. Mit Salz abschmecken. Brie in 16 dünne Scheiben schneiden. Spinat verlesen, waschen und gut abtropfen lassen. Drittens Koriander kalt abbrausen, trocken schütteln und Blättchen abzupfen. Sandwichscheiben toasten und mit Kichererbsenpaste bestreichen. Auf 4 Scheiben Möhren verteilen, mit Korianderblättern bestreuen, mit je 4 Scheiben Brie belegen und Spinat darauf verteilen. Jeweils mit zweiter Scheibe bedecken, diagonal durchschneiden und auf Wunsch mit Koriander garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 25 Minuten pro Portion, ca. 556 Kilokalorien, 2330 Kilojoule, 17 Gramm EW, 44 Gramm KH, 35 Gramm F4BE. Auch lecker, die Sandwiches schmecken auch wunderbar mit würzigem Ziegenkäse und angebratenen Zucchini-Scheiben. Küchentipp, lecker fürs Buffet, dazu einfach die Brothälften mit einem Zahnstocher fixieren. Mediterranes Auberginengemüse mit Hirse und Feta würzig für 4 Portionen. 200 Gramm Hirse, Salz, 50 Gramm Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, 300 Gramm Auberginen, 200 Gramm rote Spitzpaprika, 100 Gramm kleine braune Champignons, 1-2 Rosmarin, Klammer auf alternativ, 1,5 Teelöffel getrockneter Rosmarin, Klammer zu, 2 Esslöffel Olivenöl, schwarzer Pfeffer, 20 Gramm Tomatenmark, eine Dose stückige Tomaten, 400 Gramm, 1,5 und Basilikum, 200 Gramm Feta außerdem, 1 große Pfanne mit Deckel, Klammer auf alternativ, Wok mit Deckel, Klammer zu, erste Hirse in feinem Sieb heiß abspülen und abtropfen lassen, nach Packungsanleitung mit 1,5 Teelöffel Salz zubereiten, in Zwieschen Zwiebeln schälen und fein würfeln, Knoblauch schälen und in hauchdünne Scheiben schneiden, Auberginenwaschen putzen und in ca. 2x 1,5 cm große Stücke schneiden. Paprika waschen, putzen, halbieren, entkernen und ebenfalls in ca. 2x 1,5 cm große Stücke schneiden. Champignons putzen, mit feuchtem Tuch säubern, trockene Stielenden abschneiden und vierteln. Rosmarin kalt abbrausen, trocken schütteln, Nadeln abzupfen und grob hacken. Gebratener Gemüsereis mit Sesamöl und Avocado-Topping aromatisch für 4 Portionen, 250 Gramm Jasminreis, Salz, 100 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 Walnuss großes Stück Ingwer, 1 rote Chilischote, 1 Glas Sojasprossen, 160 Gramm Abtropfgewicht, Klammer auf alternativ. 100 Gramm frische Sojasprossen, Klammer zu, 200 Gramm Zuckerschoten, 300 Gramm Möhren, 2 Esslöffel Bratöl, schwarzer Pfeffer, 4 Esslöffel milde Sojasauce, zum Beispiel Shoyu, 4 Esslöffel geröstetes Sesamöl, Topping, 1 Viertel Bund Koriander, 2 Avocados, 1 bis 2 Esslöffel Limettensaft außerdem. Große Pfanne oder Wok mit Deckel, erstens Reis nach Packungsanleitung in Salzwasser garen und abkühlen lassen, Klammer auf, Esstipp, Klammer zu. Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer schälen und alles fein würfeln. Chili waschen, putzen, längs halbieren, entkernen und klein würfeln. Sojasprossen waschen und gut abtropfen lassen. Zuckerschoten waschen, putzen und halbieren. Möhren schälen und in 0,5 cm Dicke und 4 cm lange Stifte schneiden. Zweitens Bratöl in Pfanne erhitzen und Zwiebeln bei mittlerer Hitze darin ca. 4 Minuten anschwitzen. Knoblauch, Ingwer, Chili und Möhren zugeben und ca. 4 Minuten anbraten. Sojasprossen und Zuckerschoten zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und weitere 5 Minuten anbraten. Reis zugeben und 3 Minuten mit anbraten. Mit Sojasauce ablöschen, vom Herd ziehen, mit Sesamöl beträufeln, mit Salz und Pfeffer abschmecken und
600 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, 400 Gramm Lauch, 30 Gramm Butter, 1,2 E, Gemüsebrühe E, 150 Gramm Zwiebeln gleich, 2 Knoblauchzehen, 200 Gramm Seitanwürstchen, Klammer auf Bioladen, Klammer zu, 4 Scheiben Vollkorntoastbrot, 3 Esslöffel Bratöl, 70 Gramm Schmandsalz, schwarzer Pfeffer S1, und glatte Petersilie G, 4 Eier, eine Prise Paprika, Pulver edelsüß, erste Kartoffeln schälen und 1 cm groß würfeln, Lauch putzen, längs halbieren, gründlich waschen und quer in 1 cm breite Scheiben schneiden, 20 Gramm Butter in grobem Topf zerlassen, Kartoffeln und Lauch darin 2 Minuten anschwitzen. Mit Gemüsebrühe ablöschen und mit Deckel 2010 bis 15 Minuten köcheln lassen. 2 inzwischen Zwiebeln und Knoblauch schälen. Zwiebeln längs halbieren und beides in 1 bis 2 mm dicke Scheiben schneiden. Würstchen in 1 cm dicke Scheiben schneiden und Toast 1 cm groß würfeln. 1 Esslöffel Öl in Pfanne erhitzen. Brotwürfel darin goldbraun rösten und zur Seite stellen. Anschließend restliches Öl in Pfanne geben, Zwiebeln, Knoblauch und Würstchen, darin ca. 6 Minuten goldbraun anbraten. Kartoffeln und Lauch mit Kartoffelstampfer oder Gabel grob zerstampfen. Zwiebelwürstchenmischung und Schmand zugeben und verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und ca. 10 Minuten auf ausgeschalteter Herdplatte im geschlossenen Topf durchziehen lassen. 2 Meter Petersilie kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Restliche Butter in Pfanne zerlassen. Eier nacheinander darin von jeder Seite je 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten und warm halten. Anschließend mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Suppe portionieren, Brotwürfel und Spiegeleier, darauf verteilen und mit Petersilie garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 50 Minuten. Indische Blumenkohl-Linsen-Currysuppe mit Chapatis exotisch für 4 Portionen, 125 Gramm Weizenmehltype, 1050 Salz, 1/4 Teelöffel, gemahlener Kreuzkümmel, 30 Gramm Butter oder Margarine, 200 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 Walnuss großes Stück Ingwer, 400 Gramm Blumenkohl, 30 Gramm Butter oder Margarine minus 3 Cent, gestrichene TL mildes Currypulver, 1/2 Teelöffel gemahlene Kreuzkümmel, 1/2 Teelöffel Zimt, 60 Gramm Tomatenmark, 1 i Gemüsebrühe, 200 Gramm rote Linsen, 150 Gramm Tomaten, 100 Gramm TK-Erbsen, eine Dose Kokosmilch, 400 Milliliter, außerdem Mehl für die Arbeitsfläche, 1 für die Chapatis Mehl, 1/2 Teelöffel Salz, Kreuzkümmel, Butter und 70 Milliliter kaltes Wasser mit den Knethaken des Handrührers zu weichem Teig verkneten. An warmem Ort abgedeckt ca. 30 Minuten ruhen lassen. Inzwischen für die Suppe Zwiebeln schälen und klein würfeln. Knoblauch schälen. Ingwer schälen und fein reiben. Blumenkohl putzen, in kleine Röhrchen teilen und waschen. Butter in großem Topf zerlassen und Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze 3 Minuten anschwitzen. Knoblauch dazu pressen und Ingwer zugeben. Curry, Kreuzkümmel und Zimt zugeben und alles unterrühren, kurz anbraten. Tomatenmark zugeben, weitere 1 bis 2 Minuten anbraten und mit Gemüsebrühe ablöschen. Linsen in Sieb kalt abbrausen, Abtropfer lassen und mit Blumenkohl zur Suppe geben. Im geschlossenen Topf bei kleiner Hitze ca. 8 Minuten köcheln lassen. Dritte Tomaten waschen, Stielansätze entfernen und ca. 1,50 Cent groß würfeln. Mit Erbsen und Kokosmilch zur Suppe geben und weitere 2 bis 5 Minuten köcheln lassen. Mit Salz abschmecken und auf ausgeschalteter Herdplatte im geschlossenen Topf durchziehen lassen, bis die Chapatis fertig sind. Inzwischen Chapati-Teig in 8 Teile portionieren und zu Kugeln formen. Kugeln auf leicht bemehlter Fläche mit Nudelholz 0,20 cm ausrollen, Klammer auf S-Tipp Klammer zu. Pfanne erhitzen und Teigfladen in trockene Pfanne nacheinander von beiden Seiten, je eine Minute goldbraun backen. Fertige Chapatis nach und nach auf ein Geschirrtuch stapeln und immer mit diesem abdecken. Je 2 Chapatis mit Suppe servieren.
Zubereitungszeit, ca. 1 Stunde 30 Minuten Wartezeit pro Portion, ca. 571 Kilokalorien, 2390 Kilojoule, 24 Gramm EW, 60 Gramm KH, 26 Gramm F5BE, vegan, laktosefrei. Pfifferlingsuppe mit Gnocchi und Parmesan-Talang, raffiniert Safrangemüsesuppe mit Rauille und geröstetem Baguette, für Gäste. Für 4 Portionen 200 Gramm Zwiebeln, 300 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, 3 Zweige Thymian, Klammer auf alternativ, 1 türkische Lira getrockneter Thymian, Klammer zu, 600 Gramm Pfifferlinge, Klammer auf alternativ, Champignons, Klammer zu, 2 Esslöffel Olivenöl, Teesalz, schwarzer Pfeffer, 1,2 I Gemüsebrühe, 40 Gramm Parmesan am Stück minus, 400 Gramm Gnocchi aus dem Kühlregal, 150 Gramm Creme Fraiche Backpapier auf Wunsch, 4 Zweige Thymian für die Garnitur, erste Zwiebeln schälen und feinwürfeln, Kartoffeln schälen und ca. 2 cm groß würfeln, Thymian kalt abbrausen und trockenschütteln. Pilze putzen, mit Küchenpinsel säubern und große Exemplare der Länge nach halbieren, Öl in großem Topf erhitzen, Pilze und Zwiebeln darin bei hoher Hitze ca. 4 Minuten anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen, 1/4 der Pilze herausnehmen und zur Seite stellen, Rest mit Gemüsebrühe ablöschen, Kartoffeln und Thymian zugeben, aufkochen und auf kleiner Stufe im geschlossenen Topf ca. 15 Minuten kochen, bis Kartoffeln weich sind. 2 inzwischen Backofen auf 200, Klammer auf Umluft 180, Klammer zu, vorreisen. Parmesan feinreiben. Backblech mit Backpapier belegen und 12 kleine Häufchen aus je 1 gehäuften TL Parmesan darauf geben und flach drücken. Auf mittlerer Schiene ca. 5 Minuten goldgelb backen. Backpapier mit Parmesantalern auf Rost gleiten und abkühlen lassen. Auf Wunsch grob zerbrechen. Gnocchi nach Packungsanleitung zubereiten. 3. Thymianzweige aus Suppe entfernen. Suppe fein pürieren und Hälfte der Creme Fraiche unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Gnocchi und übrige Pilze in Suppe geben und erwärmen. Suppe auf Tellern verteilen, übrige Creme Fraiche in Klecksen darauf setzen und mit Parmesantalern und auf Wunsch mit Thymian garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 45 Minuten pro Portion, ca. 494 Kilokalorien, 2070 Kilojoule, 14 Gramm EW, 50 Gramm KH, 36 Gramm F4BE. 3 Einzelchen, 150 Gramm Zucchini, Salze 500 ml Gemüsebrühe, 70 Gramm Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 20 Gramm Butter, 200 Gramm R-Doppelpunkt-IT.TO Reis, zum Beispiel Arborio, 1 Esslöffel Zitronensaft, 50 Gramm Manche, am Stück, Klammer auf alternativ. Parmesan, Klammer zu, 4 Stiele glatte Pita, 100 Gramm Semmelbrösel, 1 Eisauce, 600 Gramm rote Paprika, 200 Gramm Tomaten, 2 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Olivenöl, 4, 50 ml Gemüsebrühe, schwarzer Pfeffer, 1 Prise Zucker, 1 türkische Lira getrockneter Oregano, außerdem ca. 1 I Bratöl, Zucchini waschen, fein reiben und in Sieb mit Salzmischbrühe erwärmen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und würfeln, 10 Gramm Butter in Topf zerlassen, Zwiebeln und Knoblauch 2 Minuten anschwitzen, Reis kurz mit Anschwieb mit Zitronensaft ablöschen und knapp mit Brühe bedehm köcheln lassen, bis Flüssigkeit fast vollständig aufgesoßt, ab und zu umrühren, so lange wiederholen, bis Brühe gebraucht und Reis bis fest ist, Käse reiben, mit restlicher unterrühren und Masse abkühlen lassen. Leersoße Paprika waschen, putzen, vierteln und Endkartomaten waschen, vierteln und Stielansätze entfernen. Es 0,5 cm groß würfeln. Knoblauch schälen und fein unterstrich mellen. Öl in Pfanne erhitzen. Paprika und Knoblauch darin mittlerer Hitze 2 Minuten anschwitzen. Tomaten und Brühe 1 geben und bei hoher Hitze ca. 2010 bis 15 Minuten einkochen. 3. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Oregano abschmecken. 3500 Hälftchen Petersilienblättchen fein hacken. Zucchini. Strücken.
Reismasse mit Zucchini mischen und mit −13 feuchteten Händen ca. 30 Bällchen, 0,34 cm Klammer zu, formen. Ellbrösel auf Teller mit Petersilie mischen. Ei in Suppenei schlagen. Bällchen in Ei und in Semmelbröselmasse. Bratöl in hohem Topf erhitzen und Bällchen nach rund 1 bis 5 Minuten frittieren. Mit Paprikasauce servieren. Eitunstzeit, ca. 45 Minuten gleich Kation, ca. 599 Kilokalorien, 2510 Kilojoule, 15 Gramm EW, 68 Gramm KH, 29 Gramm F. Buschbohnen in Zitronensoße servieren Sie dazu Weißbrot für 4 Portionen, 500 Gramm Buschbohnen und Salz, 60 Gramm Schalotten, 1 Knoblauch C plus 40 Milliliter Zitronensaft, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Bratöl schwarzer, Pfeffer, 1 Bio-Zitrone, erste Bohnen waschen, putzen und in kochendem Salzwasser ca. 10 Minuten blanchieren, inzwischen Schalotten schälen und in feine Ringe schneiden. Knoblauch schälen und fein würfeln. Zitronensaft, Knoblauch und Olivenöl vermischen. Bratöl in Pfanne erhitzen und Schalotten darin ca. 3 Minuten anschwitzen. Bohnen abgießen, abtropfen lassen, in Pfanne geben 2 Minuten anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Drittens Zitronensaft-Knoblauchölmischung über Bohnengießer. Herdplatte ausschalten, Bohnenpfanne kurz durchziehen lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Inzwischen Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben und in Scheiben schneiden. Bohnen mit Zitronenscheiben garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten pro Portion, ca. 128 Kilokalorien, 535 Kilojoule, 3 Gramm EW, 7 Gramm KH, 9 Gramm F1BE vegan, laktosefrei, glutenfrei. Inzwischen Champignons putzen, mit feuchtem Tuch säubern und in feine Scheiben schneiden. Lauchzwiebeln Waschen putzen und in 1 cm dicke Ringe schneiden. Romana-Salat in Blätter zerteilen, waschen, abtropfen lassen, putzen und in 2 cm breite Streifen schneiden. Gurke schälen, in feine Scheiben hobeln und mit Salz und Sesam mischen. Möhren schälen, grob reiben und mit Kreuzkümmel und Salz mischen. Mango schälen, Fruchtfleisch vom Kern schneiden und 1 cm groß würfeln. Minze kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Sojaschnetzel Cevapcici mit Duveckreis, Klammer auf Kroatien, Klammer zu, köstlicher Klassiker für 4 Portionen Cevapcici, 125 Gramm feine Sojaschnetzel, 3 Esslöffel milde Sojasauce, zum Beispiel Shoyu, je 1 gestrichener TL getrockneter Majoran, Paprikapulver edelsüß, gemahlene Kümmel und getrocknetes Bohnenkraut, 80 Gramm Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 3 Esslöffel Olivenöl, 2 türkische Lire Tomatenmark größer als 1 Teelöffel mittelscharfer Senf, Salz schwarzer, Pfeffer je 50 Gramm Weizenmehl Type 550 und Semmelbrösel 2 Eier, 4 Esslöffel Bratöl Duveckreis. 80 Gramm Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe größer als 2 Esslöffel Olivenöl, 250 Gramm Parboiled Langkornreis, 400 Gramm passierte Tomaten, 200 Gramm TK-Erbsen, 1,5 Bund glatte Petersilie-Dip, 300 Gramm Naturjoghurt, 2 Knoblauchzehen auf Wunsch, glatte Petersilie zum Garnieren, Tee für die Cevapcici, Sojaschnetzel in Schüssel mit ca. 400 ml heißem Wasser übergießen, 1 Esslöffel Sojasauce, Majoran, Paprikapulver, Kümmel und Bohnenkraut zugeben, vermischen und ca. 10 Minuten quellen lassen. Inzwischen Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln. Olivenöl in Pfanne erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin ca. 3 Minuten anschwitzen. Sojaschnetzel in Sieb abgießen, gut ausdrücken, in Pfanne zu Zwiebeln und Knoblauch geben und ca. 5 Minuten anbraten. Mit übriger Sojasauce ablöschen, Tomatenmark und Senf unterrühren und Masse würzig mit Salz und Pfeffer abschmücken. Etwas abkühlen lassen. Mehl, Semmelbrösel und Eier, gut unterkneten und mit leicht angefeuchteten Händen ca. 12 Cevapcici formen, Klammer auf, ca. 7,5 cm lange Rollen, 0 ca. 3 cm Klammer zu. Zweitens inzwischen für den Reis Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln, Öl in Topf erhitzen,
Zwiebeln und Knoblauch darin circa 3 Minuten anschwitzen, Reis zugeben und kurz mit anschwitzen. Tomaten und ca. 300 ml Wasser zugeben und im geschlossenen Topf bei kleiner Hitze ca. 20 bis 30 Minuten quellen lassen. Ab und zu umrühren. Ca. 7 Minuten vor garende Erbsen zugeben. Petersilie kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen, fein hacken und unter den Reh rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und im geschlossenen Topf auf ausgeschalteter Herdplatte warm halten. Für die Joghurt in Schälchen geben, Knoblauch schälen und dazu pressen, vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 3 Bratöl für Cevapcici in großer Pfanne erhitzen, Cevapcici darin rundherum je ca. 3 bis 4 Minuten anbraten, auf Küchenpapier etwas abtropfen lassen und mit Reis anrichten, mit Dip und auf Wunsch mit gehackter Petersilie garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 1 Stunde 10 Minuten pro Portion, ca. 759 Kilokalorien, 3180 Kilojoule, 30 Gramm EW, 91 Gramm KH, 30 Gramm F7BE. Gebratene Pimientos mit Meersalz gelingt leicht für 4 Portionen, 350 Gramm Pimientos, Klammer auf, S-Tipp, alternativ, rote Spitzpaprika, Klammer zu, 3 Esslöffel Olivenöl, grobes Meersalz, Pimientos waschen, Olivenöl in Pfanne erhitzen und Pimientos darin ca. 10 Minuten unter Wänden anbraten, bis Haut gebräunt ist und Blasen wirft, mit Meersalz bestreuen und warm oder kalt servieren. Zubereitungszeit, ca. 15 Minuten pro Portion, ca. 96 Kilokalorien, 402 Kilojoule, 1 Gramm EW, 3 Gramm KH, 9 Gramm F0BE, vegan, laktosefrei, glutenfrei. Wissenswert, Pimientos sehen aus wie kleine Spitzpaprika. Sie sind aromatischer als ihre großen Verwandten und bekannt für ihren besonders intensiven Geschmack. Erhältlich in der Gemüseabteilung gut sortierter Supermärkte. Focaccia, 1/2 Würfel Hefe, 1/2 Teelöffel Rohrzucker, minus 500 Gramm Dinkelmehltype, 630 Salz, 5 Esslöffel Olivenöl, 1/Bund Rosmarin, 1 türkische Lira, grobes Meersalz, Sage, 140 Gramm Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 500 Gramm Zucchini, 750 Gramm Kirschtomaten, 1 Esslöffel Olivenöl, 1/2 Teelöffel Rohrzucker, V-Schwarzer, Pfeffer, 1/2 Teelöffel getrocknete Kräuter der Provence, 50 ml trockener Rotwein, es außerdem 250 Gramm Naturjoghurt oder Soja, 2 Gurt, 1 bis 2 Esslöffel Limettensaft. Erstens, für die Focaccia-Hefe mit Zucker in 50 ml lauwarmem Wasser auflösen, Mehl in Schüssel sieben und mittig Pfeifung hineindrücken, 1/2 Esslöffel Salz rund um die Vertiefung streuen. Hefemischung in Mulde gießen, 260 ml lauwarmes Wasser nach und nach zugeben und mit Händen zu homogenem Teig verkneten. Teig abgedeckt an warmem Ort Stunde gehen lassen. 2. Backblech mit 1 Esslöffel Öl bestreichen. Teig darauf mit Nudelholz zu blechgroßem Fladen ausrollen oder mit Händen in Form drücken. Mit Küchenhandtuch abgedeckt 30 Minuten gehen lassen. Rosmarin kalt abbrausen, trocken schütteln, Nadeln abzupfen und grob hacken. In Pfanne ohne Fett unterrühren, bei mittlerer Hitze anrösten. Sobald Nadeln fein duften, restliches Öl unterrühren und Pfanne vom Herd ziehen. Drittens, für Sugo Zwiebeln und Knoblauch schälen und klein würfeln. Zucchini waschen, putzen, längsvierteln und in 1 cm breite Stücke schneiden. Tomaten waschen und vierteln. Öl in Topf erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch 2 Minuten bei mittlerer Hitze darin anschwitzen. Zucchini zufügen und 2 Minuten mit anschwitzen. Tomaten, Zucker, Salz, Pfeffer und Kräuter zufügen und im geschlossenen Topf 30 Minuten köcheln lassen. Senior Rotwein zugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf ausgeschalteter Herdplatte ziehen lassen. Viertens, Backofen auf 200 vorheizen. Mit spitzem Gegenstand in regelmäßigen Abständen Löcher in Focaccia stechen. Fladen großzügig mit Rosmarinöl bestreichen und mit Meersalz bestreuen. Circa 20 bis 25 Minuten backen. Inzwischen Joghurt mit Limettensaft verrühren und mit Salz würzen. Focaccia in Stücke schneiden und mit Sugo und Joghurt servieren.
Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten, 1 Stunde, 30 Minuten Wartezeit, 25 Minuten Backzeit pro Portion, ca. 694 Kilokalorien, 2910 Kilojoule, 23 Gramm EW, 101 Gramm KH, 20 Gramm F9BE, vegan, laktosefrei. Würzige Tomaten-Olivenbrötchen, Klammer auf Apulien in Italien, Klammer zu, toller Snack für 15 Stück Teig, 600 Gramm Weizenmehl, Type 550, eine türkische Lira Zucker, Salz, Schrägstrich, 2 Würfel Hefe, Tomatenmischung, 100 Gramm Zwiebeln, 200 Gramm Cocktailtomaten, 1 kleine rote Chilischote, 4 Esslöffel Olivenöl, 4 Esslöffel passierte Tomaten, eine türkische Lira getrockneter Oregano, 60 Gramm schwarze Kalamata-Oliven ohne Stein. Außerdem, Backpapier erstens für den Teigmehl, Zucker und 1 gestrichenen TL-Salz vermischen. Hefe in 350 ml lauwarmem Wasser auflösen. Zum Mehl geben und mit Knethaken des Handrührers ca. 5 Minuten verkneten, bis ein weicher, homogener Teig entsteht. Abgedeckt an warmem Ort ca. 1 Stunde gehen lassen. Pasta mit Rucola und Kartoffeln, Klammer auf Apulien in Italien, Klammer zu, schnell gemacht für 4 Portionen, 300 Gramm festkochende Kartoffeln, E-Salz, 350 Gramm Orecchiette, 300 Gramm Rucola, 2 Knoblauchzehen, 1 rote Chilischote, 250 Gramm Kirschtomaten gleich, 4 Esslöffel Olivenöl, schwarzer Pfeffer auserdet, Olivenöl zum Beträufeln, eine Kartoffeln schälen. 1,5 cm groß würfeln und mit viel Salzwasser in großem Topf aufkochen. Sobald Wasser kocht, Nudeln zugeben. Rucola verlesen, kalt abbrausen, trocken schütteln, grob hacken und 4 Minuten vor Ende der auf der Packung angegebenen Nudelkochzeit in Topf geben. Hell inzwischen Knoblauch schälen und Zehen etwas zerdrücken. Chili waschen, putzen, längs halbieren, entkernen und klein würfeln. Tomaten waschen und halbieren. Olivenöl in großer Pfanne erhitzen. Knoblauch, Tomaten und Chili, bei kleiner Hitze darin ca. 3 Minuten anschwitzen. Knoblauch aus der Pfanne nehmen. Kartoffeln, Nudeln und Rucola abgeben und in Pfanne geben. Gut mischen und kräftig mit Salz abschmecken. Mit Olivenöl beträufelt und mit Pfeffer bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten pro Portion, ca. 480 Kilokalorien, 2010 Kilojoule, 15 Gramm EW, 77 Gramm KH, 12 Gramm F6BE, vegan, laktosefrei. Reis, Salz, 2 Esslöffel Olivenöl, 100 Gramm Pecorino Romano, am Stück, Klammer auf alternativ. Parmesan, Klammer zu, 100 Gramm Scamorza, 100 Gramm Kalanlata Oliven ohne Stein, 1 und Basilikum, 250 Gramm Kirschtomaten, 2 Eigelbe schwarzer Pfeffer, 8 mittelgroße rote Paprikaschoten, ca. 180 Gramm erstens Reis in Salzwasser nach Packungsanleitung, bis festgaren, abgießen und mit 1,5 Esslöffel Öl mischen, inzwischen Pecorino feinreiben. Scamorza und Oliven in ca. 0,5 cm große Würfel schneiden. Basilikum kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und grob hacken. Tomaten waschen und vierteln. Alles mit Eigelben und Reis rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zweitens Backofen auf 180, Klammer auf Umluft 160, Klammer zu, vorheizen. Paprika waschen, Deckel abschneiden und weiße Innenhäute und Kerne entfernen. Paprika innen leicht salzen und mit Reismasse füllen. Deckel auf gefüllte Paprika legen, Paprika mit restlichem Öl einpinseln und nebeneinander in Auflaufform setzen. Circa 50 bis 60 Minuten backen, die Paprika sollen nicht zu dunkel werden, gegebenenfalls mit Alufolie abdecken. Für 4 Portionen 200 Gramm Parboiled Reis, Salz, 2 Esslöffel Olivenöl, 100 Gramm Pecorino Romano am Stück, Klammer auf alternativ, Parmesan, Klammer zu, 100 Gramm Scamorza, 100 Gramm Kalanlata Oliven ohne Stein, 1
Bund Basilikum 250 Gramm Kirschtomaten 2 Eigelbe schwarzer Pfeffer 8 mittelgroße rote Paprikaschoten ca. 180 Gramm erstens Reis in Salzwasser nach Packungsanleitung bis festgaren, abgießen und mit 1,5 Esslöffel Öl mischen. Inzwischen Pecorino feinreiben. Skamorza und Oliven in ca. 0,5 cm große Würfel schneiden. Basilikum kalt abbrausen, trockenschütteln, Blättchen abzupfen und grob hacken. Tomaten waschen und vierteln. Alles mit Eigelben und Reis rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zweitens Backofen auf 180, Klammer auf Umluft 160, Klammer zu, vorheizen. Paprika waschen, Deckel abschneiden und weiße Innenhäute und Zubereitungszeit, ca. 45 Minuten 1 Stunde Backzeit pro Portion, ca. 609 Kilokalorien 2550 Kilojoule 24 Gramm EW 51 Gramm KH 34 Gramm F4BE, glutenfrei auch lecker, traditionell für dieses typisch apulische Sommergericht sind Reisfüllungen. Die Peperoni Ripieni schmecken aber auch toll mit Füllungen aus Semmelbröseln oder altbackenem Brot. 18 Nudeln, Klammer auf Blecki, Klammer zu, mit weißen Bohnen in Tomatensauce, Klammer auf Slowenien, Klammer zu, deftig für 4 Portionen, 250 Gramm Weizenmehl, Type 405 Salz, 2 Eier größer als 2, bis 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Glas weiße Bohnen, 240 Gramm Abtropfgewicht, 70 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 125 Gramm Staudensellerie, 2 Esslöffel Olivenöl, 3 bis 4 Zweige Bohnenkraut, Klammer auf alternativ, 1,5 Teelöffel getrocknetes Bohnenkraut, Klammer zu, eine Dose stückige Tomaten, 400 Gramm, 1 Bio-Zitrone größer als schwarzer Pfeffer, 1 bis 2 Teelöffel Paprikapulver, Rosenscharf, außerdem, Frischhaltefolie Mehl für die Arbeitsfläche auf Wunsch, 1 Handvoll Bohnenkraut für die Garnitur, für die Nudeln Mehl mit 1 gestrichenen TL Salz in großer Schüssel mischen. Eier und Öl zugeben und so lange mit Händen kneten, bis homogene Masse entsteht. Ist der Teig trocken, 2 bis 4 Esslöffel kaltes Wasser unterrühren, in Frischhaltefolie wickeln und 30 Minuten ruhen lassen. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ca. 1 mm dick ausrollen. Mit scharfem Messer oder Pizzaschneider in 3x2 cm große Stücke schneiden und eine Stunde trocknen lassen. 2. Inzwischen für die Soße Bohnen in Sieb abspülen und abtropfen lassen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein würfeln. Sellerie waschen, putzen und in 0,5 cm breite Scheiben schneiden. Öl in Topf erhitzen und Zwiebeln, Knoblauch und Sellerie ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen. Inzwischen Bohnenkraut kalt abbrausen, trockenschütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Tomaten, Bohnen, Bohnenkraut und 100 ml Wasser in Topf geben und bei mittlerer Hitze 10 Minuten einkochen lassen. Zitrone heiß abwaschen. Trocken reiben und Schale fein abreiben. Soße kräftig mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Zitronenschalenabrieb würzen. Auf ausgeschalteter Herdplatte im geschlossenen Topf durchziehen lassen. Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser ca. 7 Minuten bis festgaren abgießen, unter die Soße heben und servieren. Auf Wunsch mit Bohnenkraut garnieren. Zubereitungszeit, ca. 45 Minuten 1 Stunde und 30 Minuten Wartezeit pro Portion, ca. 440 Kilokalorien 1840 Kilojoule 17 Gramm EW 60 Gramm KH 14 Gramm F5BE, laktosefrei. Raffiniertes Buchweizenrisotto mit Pfifferlingen, Klammer auf Slowenien, Klammer zu, herrlich aromatisch für 4 Portionen, 250 Gramm Buchweizen, 150 Gramm Zwiebeln J, 500 Gramm Pfifferlinge, Klammer auf alternativ, Champignons, Klammer zu, 4 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Apfeldicksaft, Klammer auf alternativ, Agavendicksaft, Klammer zu, 2 Esslöffel Apfelessig, Salz, schwarzer Pfeffer, 1 i Gemüsebrühe, 125 ml trockene Weißwein, ein Lorbeerblatt, 1,5 Bund Majoran, Klammer auf alternativ,
1 gestrichener TL getrockneter Majoran, Klammer zu, minus 100 Gramm Parmesan am Stück, 50 Gramm Rucola Riviti, Pfanne, mit Deckel, erstens Buchweizen in Sieb mit heißem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen. Zwiebeln schälen und feinwürfeln. Pilze putzen, mit Küchenpinsel säubern und große Exemplare der Länge nach halbieren. 2 Esslöffel Öl in Pfanne erhitzen, Pilze und Hälfte der Zwiebeln ca. 6 Minuten kräftig goldbraun anbraten. Apfelsaft zugeben, unterrühren ca. 3 Minuten karamellisieren und mit Essig ablöschen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, zur Seite stellen und durchziehen lassen. Zweitens weiter für das Risotto Brühe aufkochen und warm halten. Übriges Öl in großem Topf erhitzen und restliche Zwiebeln darin 2 Minuten anschwitzen. Buchweizen zugeben, ca. 5 Minuten anbraten, bis er duftet. Mit Wein ablöschen, Lorbeerblatt zugeben und unterrühren einkochen lassen. Buchweizen knapp mit Brühe bedecken und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis Flüssigkeit fast vollständig aufgesogen ist. Ab und zu umrühren. Erneut mit Brühe bedecken und einkochen lassen. So lange wiederholen, bis Buchweizen bis fest und Brühe aufgebraucht ist. Drittens inzwischen Majoran kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Käse fein reiben. Majoran 3/4 des Käses und Pilze und das Risotto rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Im geschlossenen Topf ca. 5 Minuten durchziehen lassen. Rucola verlesen, kalt abbrausen, trocken schütteln und grob hacken. Lorbeerblatt entfernen, Risotto mit Rucola anrichten und mit restlichem Käse bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 50 Minuten pro Portion, ca. 422 Kilokalorien, 1770 Kilojoule, 18 Gramm EW, 49 Gramm KH, 15 Gramm F4BE, glutenfrei. Bunter Sommersalat mit Holunderblütendressing erfrischend leicht für 4 Portionen Salat, 1 roter Eichblattsalat, 200 Gramm Radieschen, Klammer auf alternativ, Mairübchen, Klammer zu, 300 Gramm Kohlrabi je 250 Gramm gelbe und rote Cocktailtomaten, 1 Avocado, 1 Kästchen, Kresse-Dressing. 2 bis 3 Esslöffel Holunderblütensirup, Klammer auf alternativ, Ahornsirup, Klammer zu, 2 bis 3 Esslöffel Weißweinessig, 1 türkische Lira Dijon-Senf, Salz, schwarzer Pfeffer, 4 Esslöffel Sonnenblumenöl auf Wunsch, essbare Blüten für die Garnitur, zum Beispiel Gänseblümchen oder Kapuzinerkresse, erstens Salat in Blätter zerteilen, waschen, abtropfen lassen, putzen und in mundgerechte Stücke zerpflücken. Radieschen waschen, putzen und in hauchfeine Scheiben schneiden. Kohlrabi schälen, putzen und grob reiben. Tomaten waschen und vierteln. Avocado halbieren, Kern entfernen, Fruchtfleisch herausnehmen und 1 cm groß würfeln. Zweitens für das Dressing Sirup Essig, Senf, Salz und Pfeffer verrühren und Öl mit Schneebesen unterschlagen. Salat auf 4 große Teller verteilen und mit Rohkost anrichten. Dressing darüber träufeln. Kresse knapp über dem Boden abschneiden, über dem Salat verteilen und auf Wunsch mit essbaren Blüten garniert servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten pro Portion, ca. 274 Kilokalorien, 1150 Kilojoule, 5 Gramm EW, 16 Gramm KH, 21 Gramm F1BE, vegan, laktosefrei, glutenfrei. Portionen. Gläserweiße Bohnen 230 Gramm Abtropfgewicht 2 Knopfzehen 2 Biozitronen 3 bis 5 Zweige Thymian Salz schwarzer Pfeffer 50 Gramm Kürbiskerne 300 Gramm Staudenrie 1/2 Bund glatte Petersilie 1/2 Bund Minze 200 Gramm Tat 2 Esslöffel Olivenöl 2 Esslöffel Kürbiskernöl Bohnen in Sieb abgießen, gut kalt abspülen und abtropfen gehen. Knoblauch schälen und klein würfeln. Eine Zitrone heiß abwaschen, trocken reiben und Schale fein abreiben. Aus beiden Zitronen 75 ml Saft auspressen. Thymian kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Aus Zitronensaft Schalenabrieb, Knoblauch, Thymian, Salz und Pfeffer eine Marinade rühren und mit Bohnen in Schüssel geben. Gut mischen und durchziehen lassen. Zweitens Kürbiskerne in Pfanne ohne Fett rösten, bis sie fein duften.
Sellerie waschen, putzen und Stangen in 0,5 cm breite Scheiben schneiden. Petersilie und Minze kalt abbrausen, trockenschütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Feta mit Gabel fein zerbröseln. Alles zu Bohnen geben und vorsichtig mischen. Mit beiden Ölen, Salz und Pfeffer abschmecken und servieren. Zubereitungszeit, ca. 30 Minuten. Nu Portion, ca. 367 Kilokalorien, 1540 Kilojoule, 16 Gramm EW, 7 Gramm KH, 30 Gramm F1BE, laktosefrei, glutenfrei. Herzhafter Reissalat mit Sommerfrüchten ausgefallen für 4 Portionen 200 Gpa Boiled Langkornreis, Klammer auf Alternativ, Naturreis, Klammer zu, Sal. 1,5 Teelöffel gemahlene Bourbon-Vanille, 600 Gramm Honigmelone, 400 Gramm Nektarinen, 40 Gramm Cashewkerne, 1,5 Bund Basilikum, Dressing, 2 Esslöffel Apfelbalsamico-Essig, Klammer auf Alternativ, heller Balsamico-Essig, Klammer zu, 2 Msp. Chili-Pulver, 1 Esslöffel Agavendicksaft, 2 Esslöffel Cashewmus, Klammer auf Bioladen, S-Tipp Klammer zu, 3 Esslöffel Rapsöl, erstens Reis nach Packungsanleitung in Salzwasser mit Vanille, zubereiten, gegebenenfalls abgießen und abkühlen lassen, inzwischen Melone halbieren, entkernen, schälen und mit Melonenausstecherkugeln aus Fruchtfleisch heben oder dieses in 1,5 cm große Würfel schneiden. Nektarinen waschen, halbieren, entkernen und 1 cm großwürfeln. Cashewkerne grob hacke in Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und zur Seite stellen. Basilikum kalt abbrausen, trockenschütteln, Blättchen abzupfen und in feine Streifen schneiden. Zweitens für das Dressing Salz, Essig, Chilipulver, Agavendicksaft und Cashewmus verrühren. Öl mit Schneebesen unterschlagen und Dressing mit Reis mischen. Circa 10 Minuten ziehen lassen. Obst und Basilikum unter Reis heben, gegebenenfalls mit Salz und Chilipulver nachwürzen und mit Cashewkernen bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 55 Minuten pro Portion, ca. 493 Kilokalorien, 2060 Kilojoule, 9 Gramm EW, 75 Gramm KH, 17 Gramm F6BE, vegan, laktosefrei, glutenfrei. Küchentipp, sollten Sie kein Cashewmus zu Hause haben, können Sie eine Handvoll Cashewkerne für 3 bis 4 Stunden in 50 ml Wasser einweichen und dann fein pürieren. Knödel, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, 1 Kilogramm mehlig kochende Kartoffeln, Salz, 100 Gramm Speisestärke, 1,5 Teelöffel Muskat, Gemüse, 200 Gramm Seitan, Klammer auf Bioladen, Klammer zu, 4 Esslöffel Bratöl, 600 Gramm rote Paprika, 200 Gramm rote Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 1 rote Chilischote, 1 Esslöffel Weizenmehl, Type 405, 500 Milliliter Gemüsebrühe, 1 Esslöffel Paprika, Pulver edelsüß, 1 türkische Lira scharfes Currypulver, 1 Bund Schnittlauch, 200 Gramm pflanzliche Sahne, Klammer auf Alternativ, Sahne, Klammer zu, schwarzer Pfeffer. Erstens für die Knödel Kartoffeln waschen und in Salzwasser im geschlossenen Topf bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten garen. Zweitens inzwischen für das Gemüse Seitan 1 bis 2 cm groß würfeln. 2 Esslöffel Bratöl in Pfanne erhitzen, Seitan ca. 5 Minuten kross anbraten, aus der Pfanne nehmen und zur Seite stellen. Paprika waschen, putzen, vierteln, entkernen und in 2x3 cm große Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden. Knoblauch schälen und klein würfeln. Chili waschen, putzen, längs halbieren und klein würfeln. Drittens weiter für die Knödel Kartoffeln abgießen, ausdampfen lassen, noch heiß pellen und mit Kartoffelstampfer oder Gabel fein zerdrücken. Stärke gut untermischen und Masse. 500 Gramm Brokkoli, 300 Gramm festkochende Kartoffeln, Salz, 70 Gramm rote Linsen, 1 Glas Kichererbsen, 215 Gramm Abtropfgewicht, 200 Gramm Zucchini, 1 Walnuss großes Stück Ingwer, 2 Knoblauchzehen, 1 rote Chilischote, 100 Gramm Zwiebeln, 2 Esslöffel Bratöl, 1 türkische Lira, getrocknete Koriandersamen, 1 türkische Lira Kurkuma, 1 Esslöffel mildes Currypulver, 1 Dose Kokosmilch, 400 Milliliter, 250 Gramm Naturjoghurt, schwarzer Pfeffer. Erstens Brokkoli putzen,
In Kleinröhrchen zerteilen, dicke Stielschälen, in 0,5 cm breite Scheiben schneiden und alles waschen. Kartoffeln schälen und 2 cm groß würfeln. Reichlich Salzwasser in großem Topf aufkochen und Kartoffeln darin ca. 15 Minuten garen. Während der letzten 7 Minuten Brokkoliröschen und Stiele zufügen. Abgießen und gut abtropfen lassen. Zweitens inzwischen Linsen und Kichererbsen in Sieb abspülen und gut abtropfen lassen. Zucchini waschen, putzen, der Länge nach halbieren und in 1 cm breite Scheiben schneiden. Ingwer und Knoblauch schälen und fein würfeln. Chili waschen, längs halbieren, entkernen und fein würfeln. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Drittens Öl in großem Topf erhitzen. Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln und Chili, darin 2 Minuten anschwitzen. Koriandersamen im Mörser zerstoßen, mit Kurkuma und Currypulver zugeben und 1 Minute mit anschwitzen. Mit Kokosmilch ablöschen, Zucchini, Linsen und Kichererbsen zugeben, gut verrühren. Brokkoli-Möhrensalat mit Pinienkernen, Pecorino und Cocktailtomaten, für Grillfeste, für 4 Portionen 1 Kilogramm Brokkoli, 250 Gramm Möhrensalz, 40 Gramm Pinienkerne, 100 Gramm Pecorino Romano am Stück, Klammer auf alternativ, Parmesan Klammer zu, 250 Gramm Cocktailtomatenmarinade, 150 Gramm rote Zwiebeln, 70 Gramm getrocknete Tomaten in Öl, Klammer auf alternativ, Softtomaten, Klammer zu, 4 Esslöffel Olivenöl, 1 Viertel Teelöffel Chilipulver, 4 Esslöffel dunkler Balsamico-Essig, 1 Esslöffel Ahornsirup, schwarzer Pfeffer. Erstens Brokkoli putzen in gleich große, mundgerechte Röhrchen teilen und waschen. Dicke Stiele schälen und 1 cm groß würfeln. Möhren schälen, dicke Exemplare längs halbieren und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Salzwasser in großem Topf aufkochen, Brokkolistiele und Möhren, 1 Minute darin garen. Röhrchen zugeben und weitere 5 Minuten garen. Abgießen und gut abtropfen lassen. Zweitens inzwischen für die Marinade Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Tomaten in Öl abtropfen lassen und in 2 mm breite Streifen schneiden. 2 Esslöffel Öl in Pfanne erhitzen und Zwiebeln darin, bei mittlerer Hitze 5 Minuten anschwitzen. Tomatenstreifen und Chilipulver zugeben, gut mischen und mit Balsamico ablöschen. Ahornsirup und restliches Öl zugeben, kurz aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Drittens Marinade mit Brokkoli und Möhren gut vermischen. Weiter für den Salat Pinienkerne in Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Pecorino grob hobeln. Tomaten waschen und halbieren. Tomaten unter Salat heben, erneut abschmecken und mit Pecorino und Pinienkernen bestreut servieren. Griechischer Linsenauflauf, servieren Sie dazu Weißbrot für 4 Portionen, 200 Gramm Berglinsen, 80 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 5 Esslöffel Olivenöl, 1 Dose stückige Tomaten, 400 Gramm Salz, schwarzer Pfeffer, 1 Prise Zimt, je 2 Zweige Rosmarin und Thymian, 400 Gramm Zucchini, 400 Gramm Auberginen, 2 Esslöffel Tomatenmark, 1 Esslöffel dunkler Balsamico-Essig, 1 Prise Zucker, 200 Gramm Feta Bechamelsoße, 30 Gramm Butter, 2 gehäufte EL Weizenmehl Type 405-400 Milliliter Milch, 1 Prise Muskat, 1 türkische Lira getrockneter Oregano, 1 türkische Lira Paprikapulver edelsüß auf Wunsch, Oregano für die Garnitur. Erstens Linsen in Sieb kalt abspülen und nach Packungsanleitung garen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und klein würfeln. 1 Esslöffel Olivenöl in Topf erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch, da in ca. 2 Minuten anschwitzen. Tomaten, Salz, Pfeffer und Zimt zugeben und ca. 20 Minuten bei kleiner Hitze einkochen. Zweitens inzwischen Rosmarin und Thymian kalt abbrausen, trockenschütteln, Nadeln und Blättchen abzupfen und fein hacken. Basilikum 200 Gramm Feta 4 Esslöffel Olivenöl 40 Gramm Pinienkerne 1,5 Teelöffel Chiliflocken oder Pulver 2 bis 3 Knoblauchzehen 350 Gramm zimmerwarmer Sahnejoghurt Klammer auf 10% Fett Klammer zu Salz 350 Gramm TK-Erbsen 350 Gramm Orecchiette oder andere kleine Pasta schwarzer Pfeffer. Erstens Basilikum kalt abbrausen.
trocken schütteln, Blättchen abzupfen und grob hacken. Feta mit Gabel fein zerbröseln. Ein Esslöffel Öl in kleine Pfanne erhitzen. Pinienkerne und Chiliflocken darin goldbraun rösten und zur Seite stellen. Zweitens Knoblauch schälen und mit Joghurt übrigem Öl, 1/2 Teelöffel Salz und 50 Gramm der Erbsen in Mixbehälter geben und cremig pürieren. In großer Schüssel mit Basilikum und Feta mischen. Nudeln mit einer Joghurtsoße zu kombinieren, das ist neu und unglaublich lecker. Ein kulinarisches Sommermärchen. Spanische Albondigas in würziger Tomatendattelsoße. Servieren Sie dazu Couscous für 4 Portionen Albondigas, 200 Gramm Möhren, 200 Gramm Zucchini, 100 Gramm Zwiebeln, Salz, 1/4 Bund glatte Petersilie, 1/4 Bund Minze, 2 Eier, 200 Gramm Hüttenkäse, 135 Gramm zarte Vollkornhaferflocken, 35 Gramm Cornflakes, 1/40 türkische Kurus, getrocknetes Bohnenkraut, schwarzer Pfeffer, 1 Prise Cayennepfeffer, 1 Prise Muskat, 1 Prise Zimt, 2 Esslöffel Bratölsoße, 200 Gramm grüne Paprika, 2 Knoblauchzehen, 100 Gramm Zwiebeln, 150 Gramm Möhren, 10 Datteln ohne Stein, 2 Esslöffel Bratöl, 1 Dose stückige Tomaten, 400 Gramm, 1 Esslöffel Apfelessig, 1 Prise Cayennepfeffer, 1 türkische Lira geräuchertes Paprikapulver, Klammer auf alternativ, Paprikapulver rosenscharf, Klammer zu, 1 msp, Zimt, 1 msp. Muskat auf Wunsch, 1/4 Bund Minze für die Garnitur. Erstens für die Albondigas Möhren schälen, Zucchini waschen und putzen, Zwiebeln schälen, alles fein reiben, mit 1/2 Teelöffel Salz vermischen und zur Seite stellen. Zweitens inzwischen für die Soße Paprika waschen, putzen, halbieren, entkernen und 1 cm groß würfeln. Knoblauch und Zwiebeln schälen und fein würfeln. Möhren schälen und grob raspeln. Datteln in 2 mm breite Scheiben schneiden. Öl in mittelgroßem Topf erhitzen. Knoblauch, Zwiebeln, Paprika, Ladmöhren darin ca. 7 Minuten anbraten. Tomaten, Essig und Datteln zugeben und bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Cayennepfeffer, Paprikapulver, Hanf und Muskat kräftig abschmecken. Auf ausgeschalteter Allerdplatte im geschlossenen Topf ziehen lassen. Drittens inzwischen weiter für die Albondigas das fein geriebene Fasse in ein Tuch geben und kräftig ausdrücken. Petersilie, Erdminze kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abmuten und fein hacken. Alles mit Eiern, Hüttenkäse, Haferlecken, Cornflakes und Bohnenkraut in großer Schüssel erreichen, Klammer auf Esstipp, Klammer zu. Mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, Illaskat und Zimt kräftig abschmecken. Und leg angefeuchteten Händen ca. 12-14 Bällchen 0,5 cm Klammer zu, Wing und etwas flach drücken. Öl in große Pfanne erhitzen, egalteilchen bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun inzwischen auf Wunsch, Minze kalt abbrausen, trocken Blättchen abzupfen und in feine Streifen schneiden, Renatendattelsoße mit Albondigas anrichten und mit garniert servieren. Spanische Albondigas in würziger Tomatendattelsoße. Servieren Sie dazu Couscous für 4 Portionen Albondigas, 200 Gramm Möhren, 200 Gramm Zucchini, 100 Gramm Zwiebeln, Salz, 1/4 Bund glatte Petersilie, 1/4 Bund Minze, 2 Eier, 200 Gramm Hüttenkäse, 135 Gramm zarte Vollkornhaferflocken, 35 Gramm Cornflakes, 1/40 türkische Kurus, getrocknetes Bohnenkraut, schwarzer Pfeffer, 1 Prise Cayennepfeffer, 1 Prise Muskat, 1 Prise Zimt, 2 Esslöffel Bratölsoße, 200 Gramm grüne Paprika, 2 Knoblauchzehen, 100 Gramm Zwiebeln, 150 Gramm Möhren, 10 Datteln ohne Stein, 2 Esslöffel Bratöl, 1 Dose stückige Tomaten, 400 Gramm, 1 Esslöffel Apfelessig, 1 Prise Cayennepfeffer, 1 türkische Lira geräuchertes Paprikapulver, Klammer auf alternativ, Paprikapulver rosenscharf, Klammer zu, 1 msp, Zimt, 1 msp. Muskat auf Wunsch, 1/4 Bund Minze für die Garnitur. Erstens für die Albondigas Möhren schälen, Zucchini waschen und putzen, Zwiebeln schälen, alles fein reiben, mit 1/2 Teelöffel Salz vermischen und zur Seite stellen.
Zweitens inzwischen für die Soße Paprika waschen, putzen, halbieren, entkernen und 1 cm groß würfeln. Knoblauch und Zwiebeln schälen und fein würfeln. Möhren schälen und grob raspeln. Datteln in 2 mm breite Scheiben schneiden. Öl in mittelgroßem Topf erhitzen. Knoblauch, Zwiebeln, Paprika, Ladmöhren darin ca. 7 Minuten anbraten. Tomaten, Essig und Datteln zugeben und bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten köcheln lassen. Mit Salz, Cayennepfeffer, Paprikapulver, Hanf und Muskat kräftig abschmecken. Auf ausgeschalteter Allerdplatte im geschlossenen Topf ziehen lassen. Drittens inzwischen weiter für die Albondigas das fein geriebene Fasse in ein Tuch geben und kräftig ausdrücken. Petersilie, Erdminze kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abmuten und fein hacken. Alles mit Eiern, Hüten, Käse, Haferlecken, Cornflakes und Bohnenkraut in großer Schüssel erreichen, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu. Mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, Illaskat und Zimt kräftig abschmecken. Und leg angefeuchteten Händen ca. 12-14 Bällchen 0,5 cm Klammer zu, Wing und etwas flach drücken. Öl in große Pfanne erhitzen, egalteiligen bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun inzwischen auf Wunsch, Minze kalt abbrausen, Trockenblättchen abzupfen und in feine Streifen Schneidgranaten Dattelsoße mit Albondigas anrichten und mit garniert servieren. Vietnamesische Reisnudelsalat exotisch aromatisch für 4 Portionen Salat, 4 Esslöffel Sesam, 200 Gramm breite Reisnudeln plus 150 Gramm Pflücksalat, 250 Gramm Möhren, eine Salatgurke, 60 Gramm rote Zwiebeln, 2 rote Chilischoten je 1 Bund Koriander und Minze, 1 Bund Thai-Basilikum, Klammer auf S-Tipp, Klammer zu, Dressing. 2 walnussgroße Stücke Ingwer, 1 Knoblauchzehe, 3 Esslöffel Zitronensaft, 4 Esslöffel milde Sojasauce, zum Beispiel Shoyu, 3 Esslöffel geröstetes Sesamöl, Salz. Erstens für den Salat Sesam, in Pfanne ohne Fett anrösten, bis er fein duftet und abkühlen lassen. Reisnudeln nach Packungsanleitung garen, abgießen und kalt abschrecken. Salat waschen, abtropfen lassen und auf 4 Tellern anrichten. Zweitens Möhren und Gurke schälen und mit Sparschäler in Streifen schneiden. Zwiebeln schälen und klein würfeln. Chilischoten waschen, putzen, längs halbieren und in feine Streifen schneiden. Kräuter kalt abbrausen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und grob hacken. Reisnudeln mit Gemüse, Zwiebeln, Chili und Kräutern in große Schüssel geben. Drittens für das Dressing Ingwer und Knoblauch schälen und fein würfeln. Mit Zitronensaft, Sojasauce und Sesamöl, gut verrühren. Dressing mit Salz abschmecken. Je 1 Esslöffel des Dressings über den Pflücksalat geben. Übriges Dressing mit Reisnudeln, Möhren, Gurken und Kräutern mischen. Diese Mischung auf Salat anrichten und mit je 1 Esslöffel Sesam bestreut servieren. Zubereitungszeit, ca. 40 Minuten pro Portion, ca. 360 Kilokalorien, 1510 Kilojoule, 7 Gramm EW, 51 Gramm KH, 14 Gramm F4BE, vegan, laktosefrei. Einkaufstipp, Thai-Basilikum, ist im gut sortierten ASEAN erhältlich. Es lässt sich jedoch nicht durch herkömmliches Basilikum ersetzen. Wenn Sie das Kraut nicht erhalten, lacht gar nichts, der Salat schmeckt auch ohne wunderbar. Arabisches Paprika-Kartoffelgemüse mit Sesam-Dip, gelingt leicht für 4 Portionen, 1 Kilogramm festkochende Kartoffeln, 2 Esslöffel Olivenölsalz, 3 Knoblauchzehen je 250 Gramm rote, gelbe und grüne Paprika, 1 Esslöffel gemahlene Kreuzkümmel, 1 türkische Lira gemahlene Koriander, 1,5 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver, Klammer auf Alternativ. 1 türkische Lira Paprikapulver rosenscharf, Klammer zu, Dip, 30 Gramm Sesam, 200 Gramm saure Sahne, 3 Esslöffel Sahne, schwarzer Pfeffer, außerdem Küchenpapier, Backpapier, 1 Bund Koriander. Erstens Backofen auf 200 vorheizen. Kartoffeln schälen und 2 cm groß würfeln. Mit Küchenpapier etwas trocken tupfen und mit 1 Esslöffel Olivenöl vermischen. Auf mit Backpapier belegtem Backblech ausbreiten, salzen und 15 Minuten im unteren Drittel des Ofens backen. Zweiter inzwischen Knoblauch schälen und fein würfeln. Paprika waschen, putzen, halbieren, entkernen und 2 cm groß würfeln.
Knoblauch, Kreuzkümmel, Koriander, Paprikapulver, Salz und restliches Olivenöl mit Paprikawürfeln mischen. Vorsichtig zu Kartoffeln aufs Blech geben, etwas vermischen und weitere 15 Minuten im oberen Drittel des Ofens backen.